Münchner Norden liegt unsere Stadt, die starke Fußballspieler hat. In Garching spielt der VfR. Ja, herzlich willkommen zum VfR TV. Bei mir begrüße ich unseren Co-Trainer Eddie Günther Ederl. Hallo, grüß dich. Servus, Martin. Spiel gerade vorbei, 2-2. Dein Fazit zum Spiel? Ja, ich habe es schon gerade auf der Pressekonferenz gesagt, es gibt einen Fußballgott, es gibt auch einen Fußballteufel, der war heute mit uns. Ja, der Wachi hat uns brutal im Spiel gehalten. Wir haben anderthalb Chancen, knapp zwei Chancen im ganzen Spiel gehabt, machen daraus zwei Tore. Und ja, 6 Minuten vor Schluss können wir das Ding eigentlich über die Bühne bringen, stecken dann den Ball nicht richtig durch den letzten Ball, laufen dadurch in Konter, bisschen ärgerlich. Aber letztendlich müssen wir mit dem Punkt leben, können wir auch. Wir haben unser Endspiel, was wir wollten, nächste Woche gegen Heimstetten. Konzentration ist hoch, so hätten uns ein Unentschieden, glaube ich, genügt nächste Woche. So müssen wir auf Sieg spielen und ich glaube, das liegt uns mehr. Kann man sagen, bei diesem Spiel im Prinzip vorne eiskalt, hinten einen überragenden Keeper, dadurch den Punkt auch gesichert, habe ich das so richtig verstanden? Ja, so kann man sagen. Ne? Das war heute so ein bisschen Fußball aus der Tiefkultur, ne, hinten so dick wie Packeis, Mittelfeld, unsere beiden Sechser, ne, so ganz cool wie die Pinguine und vorne haben wir eiskalt zugeschlagen. Ne. So kann man es sehen, ja. Jetzt haben wir natürlich, wenn ich mir die Mannschaft so anschaue, einige Verletzte, ja, das wird gegen Heimstetten ja auch nicht anders sein, aber was macht ihr jetzt in der Woche, um die Jungs nochmal richtig heiß zu machen, um damit sie sich zerreißen quasi und für die 3 Punkte am nächsten Samstag? Ja, ich denke mal, die Jungs... Die Motivation ist da. Da brauchen wir, glaube ich, nicht großartig noch anschieben. Bisschen die Wunden lecken. Wie gesagt, die angeschlagenen Spieler, der Suki war ja auch ein bisschen angeschlagen, der Stefan. Und ja, da werden wir ein bisschen schön regenerieren, wieder normal ins Training gehen und dann gehen wir die Sache an. Und wir haben schon Großes geschafft bis dato und können noch Größeres erreichen. Und da bin ich eigentlich zuversichtlich, dass die Jungs da alles zusammenreißen werden und das Ding schaukeln. Das hört sich ja schon mal gut an. Heute auf der Trainerbank war eine Person nicht da. Wo war denn unser Coach? Ja, der Daniel musste leider, was heißt leider, aus erfreulichen Gründen in Mühldorf umdrehen, weil seine Frau, die Dani, erwartet ja heute den zweiten Nachwuchs. Und im Moment, soweit ich weiß, befindet er sich im Kreissaal in Münchner Krankenhaus. Und ja, ich hoffe dann, dass das Mädel oder Junge. Der Junge, je nachdem, oder beide. ja, dass sie dann alles gesund, Tochter, Junge, wie auch immer, Mutter wohlauf. Und ja, wir haben den Punkt geholt. Ich wollte gerade sagen, unsere Hausaufgaben haben wir gemacht für Daniel. Und jetzt kommt Daniel und jetzt schauen wir mal, was da passiert, oder? Richtig, jetzt ist er am Steuer. Genau. Mit diesen Worten möchte ich mich verabschieden. Denken Sie bitte dran, nächste Woche Samstag ist das Finale zu Hause im Seestadion. Der VfR Garching gibt alles, damit wir die 3 Punkte holen und in der Liga bleiben. Bis dahin bedanke ich mich und auf Wiedersehen.